Hallo in die Runde, herzlich willkommen am Wasser und herzlich willkommen zu den Ascari Tackle Tipps. Diesmal stellen wir euch die Ocean Run vor. Das ist eine Koga-Rolle aus dem Ascari-Programm, gemacht für die Meeresangelei, für alle Angler, die gerne mal salzige Luft schnuppern oder das künftig mal tun möchten. Die Koga Ocean Run hier in der Größe 6000. Die robuste Rolle läuft mit insgesamt 7 Kugellagern und einer Übersetzung von 4,8:1. Wichtig bei der Meeresangelei, eine kräftige Achse. Das Einsatzgebiet für diese Rolle hier, das ist nicht unbedingt die Angelei an der deutschen Ostseeküste, nicht unbedingt die Angelei vom Kleinboot oder vom Kutter auf Dorsch. Da reicht es in der Regel, wenn wir Rollen in den Größen 4000 oder maximal 5000 montiert haben. Da fischen wir in Wassertiefen bis maximal 25 Meter, da kommt man mit etwas kleineren Rollen prima hin. Diese Rolle hier ist ganz hervorragend geeignet für die Pilkangelei, zum Beispiel in Norwegen, für die etwas leichtere Pilkangelei, wo wir mit Ködern im Bereich zwischen 100 und 200 Gramm unterwegs sind. Da angeln wir dann halt auch in ganz anderen Wassertiefen, 30, 60, 80 Meter oder tiefer, und dafür ist so eine Rolle prima geeignet. Auch das Getriebe der Ocean Run ist dementsprechend robust. Der Kurbelarm ist CNC gefräst, der Soft-Touch-Kurbelknauf schön griffig. Kleiner Hinweis für alle, die in der Meeresangelei vielleicht noch nicht ganz so zu Hause sind, das erste Mal nach Norwegen fahren möchten, wenn ihr die Rolle mit Schnur bespult, übertreibt es nicht mit der Schnurstärke. Ich würde euch empfehlen, nehmt eine geflochtene Schnur, maximal in der Stärke 0,20 mm, damit kommt ihr auf alle Fälle hin. Schön kräftig fällt der Schnurfangbügel der Rolle aus und eine Menge Kraft hat auch die fein einstellbare Bremse. Ja, soviel also zu der Koga Ocean Run 6000 aus dem Ascari-Programm. Gibt es übrigens auch noch in der Größe 7000. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Rolle und sage Tschüss, bis zu den nächsten Ascari Tackle Tipps.